Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge des Wissen 2 Let's Plays, wo wir gerade gegen den anderen Heimat kämpfen sollen, um unseren Anführer dazu zu kriegen, dass er der neue Anführer wird. Und wir sehen, was du kannst, Gucho. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Warum greifst du mich an? Greifen mich hier noch mehr an? Das Schicksal, wir brechen ihm die Knochen. Ich will Blut sehen. Okay. Hunakaraka, wieder. Laden wir neu. Ich wusste nicht, dass diese Option den Dialog beendet und ich ihn töte. Das war nicht geplant. Ich habe das geskillt, ja, aber es war nicht geplant. So viel steht fest. Gut, egal. Wir machen das nochmal neu. Ich darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Macht euch frei. Wir bleiben zusammen. Und lasst euch führen. So. Jetzt werden wir sehen, was du kannst, Gucho. Ja, also warum das? Naja, egal. Ja, und ich hoffe, das ist jetzt die letzte Aufgabe. Ich hab die Schnauze langsam voll. Was sagst du? Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine, ja. Egal. Hau rein, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Zeig mir sein Blut. So, jetzt sind wir auch tatsächlich im Duell und dürfen kämpfen. Komm hier, hau rein. Zeig mir dein Blut. Wamba. Ich bin dabei. Meine Güte. Dann kämpfen wir hier und ich hau aus Versehen noch einmal da drauf. Gut, dann nochmal. Es ist überhaupt kein Thema, den zu besiegen. Aber nö. Das Spiel möchte das nicht. Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Macht euch frei und lasst euch... Wir bleiben zusammen. Jetzt werden wir sehen... So, ich überspringe das jetzt hier, komm. So stelle ich mich mal hier so hin, dass es nicht nochmal passiert, dass ich aus Versehen den Falschen nochmal haue. So. Jetzt haben wir's. Mann, unnötig. So viele Versuche für so eine einfache Sache zu brauchen. Unnötig. Ich habe verloren? Yep, sieht wohl so aus, mein Freund. Ich gehe zu Hakeke und werde ihm sagen, dass ich versagt habe. Ja, und wir gehen nach hier unten und sagen ihm, dass wir gewonnen haben. Macht euch frei. Ich habe Hakekes Heimat besiegt. Ah, das ist... Ja, das ist gut, ne? Ich gehe jetzt zu Datu und sag ihm, dass er dich endlich zum Häuptling machen soll. Ich habe jetzt genug von dem Unsinn. Ja, tu das. Ich warte hier. Macht euch frei und lasst euch führen. Dass mein Charakter von dem genervt ist, was er hier machen muss, finde ich ja relativ witzig. So, wo ist er denn? Schläfst du? Hallo? Er liegt tatsächlich im Bett. Komm mal, steh auf hier, los. Du trampelst wie ein Gorilla. Ich bin ja auch einer. Komm raus da. Kaposheku? Ich habe Hakekes Heimat besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen. Weise Entscheidung. Es war nicht meine. Das Schicksal selbst hat meinen Nachfolger gewählt. Doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chakahalmaks der Marakai. Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chakahalmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Aurikulki? Nee, Kleiner, das kann ich dir nicht geben. Wir suchen dir ein anderes Aurikulki, okay?
Schade. Oh, ich hätte es ihm gerne gegeben. Schon was Besonderes gefunden? Viele Dinge. Ich hätte ihm das gerne gegeben. Ich weiß gar nicht, was das ist, was wir da gerade gefunden haben. Ist das unter Sammlung? Totenschädel. Da. Ja gut, okay. Voodoo plus 1. Ah, das hätten wir ihm schon geben können. Also, ja gut, obwohl ein Totenschädel. Naja, wäre für ihn nicht geil gewesen. Ah, den hätte ich ihm gegeben. Ein Totenschädel. Wenn ich jetzt gefragt worden wäre, für Voodoo plus 1 hätte haben können. Egal, wir reden ganz kurz hier mal mit Dingens und mal gucken, ob wir jetzt Bones schon retten können. Macht euch frei und lasst euch führen. Machen mal straight die Questline, alles, die ich eigentlich machen will. Wie ein Gorilla. So, da bin ich wieder, Salu. Oder soll ich besser sagen, Chaka, Salu. Wir haben es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Der neue Häuptling bist von jetzt an du. Das ist gut. Ich bin dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Hier, nimm diesen Ring, den du dir als mein Hallmark verdient hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und ein langes Leben. Ja, so auch das deine. Hier, nimm das Tech Shabala. Von heute an gehört es dir. Möge dein Voodoo stark sein und dein Kämpfe ruhmreich. Hoshi, der Marakai. Tech Shabala erhalten, was ist das jetzt? Ein Ring hat er, glaube ich, gesagt, ne? Ring, 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 Banana Phone. Ja, schwarze Magie, okay, gut. So. Hoshi? Chaka, Salu? Also mit dem Rest kriegen wir das jetzt irgendwie Macht geregelt? Macht euch frei und lasst euch hier? Führen. Okay. Macht euch frei und lasst euch führen. Anscheinend? Chaka, Salu? Anscheinend nicht. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt... Jetzt reden wir noch einmal ganz kurz mit den Anführern und wenn nicht, dann werden wir jetzt gleich uns um andere Sachen kümmern. Aber alles zu seiner Zeit. Also ich versuche immer noch eine Lösung zu finden, wie wir Bones befreien können. Du trampelst wie ein Gorilla. Okay, und dann gut. Dann machen wir uns jetzt eine Übersicht über die Quests, die wir hier haben. Im Lager Marakai. Also der Deserteur. Da weiß ich, wo er ist. Dem müssen wir nur mal reden. Ich möchte ihn eigentlich nicht töten. Totenruhe. Malakai hat für ihre Verwundeten 3 Idole gefertigt, die Piraten aus den Angriffen gestohlen haben. Ich möchte, dass ich ihr die Idole zurückbringe, damit die Totenruhe wiederhergestellt werden kann. Es handelt sich um die Idole ihres Großvaters. Da weiß ich nicht, wo die genau sind. Wird mir auch nicht angezeigt. Eggers weiß, wo sich die Piraten befinden, die die Angriffe plündern. Er will sie tot sehen. Alles klar, da gehen wir noch hin. Nadara sorgt sich um ihren Mann Horaka, der seit Tagen im Dschungel verschwunden ist. Er sollte die Piraten ausspielen, die Angriffe plündern. Sie sollte in der Nähe der geplünderten Gräber nach ihm Ausschau halten. Das ist also auch hier, das machen wir noch. Schön scharf. Das hat mir vermutlich nicht angezeigt. Doch, alles klar, da gehen wir auch noch hin. So, und die Gräber der Ahnen, ich muss die 4 goldenen Masken zurückbringen. Das wird mir definitiv nicht angezeigt. Aber da weiß ich ja schon, wo wir vermutlich hin müssen. Okay, das heißt... Die nackten Leichen. Ich habe eine nackte Leiche in den Gräbern gefunden. Vielleicht kann ich mehr darüber erfahren, was mit ihm passiert ist. Hat mir nichts zu angezeigt. Das Ding machen wir noch, ne? Genau. Okay, gut. Das heißt, wir haben eigentlich alles klar, was wir machen wollen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einmal ganz kurz mit Agnus reden. Dann erkunden wir hier diese Bereiche. Und auch hier und hier. Und wenn wir das alles erkundet haben, müssten wir großteils der Quest von ganz alleine erledigen. Und dann gehen wir hier noch einmal zurück in das Camp und gucken, was hier abgeht. Ganz simpel, banal und einfach. Vielleicht kriegen wir Bones noch befreit. Wenn nicht, dann nicht. Macht euch frei und lasst euch führen. Aber zumindest alles ergibt einen Sinn. Haben wir jetzt eine hochrangige Position bekommen. Interessiert die das hier? Trainiere ich mit dem Säbel? Nee. Das hier ist dich, du wärst der Interessante. Frag den Boss, wenn du was willst. Mein ja dich. Okay, darum also auch stopft nicht endlich mal einer diesem verfluchten Prediger das Maul. Es ist ja nicht zum Aushalten.
Ich würde ja auch ganz gerne mal diese Option da auswählen und gucken, was passiert. Wir machen das mal. Ich wähle das einfach mal aus. Das Schicksal wird den weil eigentlich geht er mir ja auch auf den Sack. Armen und kannst du auch mal die Klappe halten? Dein Gerede macht den stärksten Ochsen mürbe. Ochse? Was ist Ochse? Ein Ochse ist ein großes Tier. Dumm, aber nützlich. Ah, verstehe. Palastoda. Na, wenn du das sagst. Ich werde nicht aufhören, bis auch der Letzte verstanden hat, um was es hier geht. Die meisten wissen doch gar nicht, wie nah wir am Abgrund stehen. Was genau willst du damit bezwecken? Es gibt Schlimmeres, als den Tod zu erleiden, glaube mir. Keiner von euch weiß, wie es ist, seine Seele zu verlieren. Das wird schon wieder. Elender, du hast doch keine Ahnung. Ich werde weiter predigen, solange mein Rachen noch Luft hat. Wir werden sehen. Okay, wir probieren das mal. 1,90 habe ich ja, glaube ich. Einmal speichern. Also mir geht es ja gar nicht darum, dass er die Klappe halten soll. Ich möchte ihn gerne auf mein Schiff haben. Das ist ja eigentlich mein Ziel. Deswegen beschäftige ich mich gerade mit ihm. Ich reiß dir den Kopf ab, wenn du nicht gleich die Klappe hältst. Na schön. Aber nur, weil du mich so nett bittest. Verstehe. Das ist also die Sprache, die du verstehst. Jetzt hast du dich so schön vor mir aufgeblasen. Da kann ich ja schlecht deine Autorität vor den anderen hier untergraben, oder? Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, nein, alles gut. Du machst dein Ding und ich mach jetzt Pause. Kommst du jetzt mit mir, deinen Geist zurückholen? In Ordnung. Du hast gewonnen. Du hast ab sofort einen neuen Schiffsarzt. Wenn du mal Zeit hast, dann komm vorbei. Ich kann dir bestimmt noch was beibringen. Oho. Sehr gut. Willkommen an Bord. Er ist hart. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Erzähl mir mehr von deinem Problem und dem Reich der Toten. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir gestorben ist. Ich spüre ihn. Er ist auf der Suche. Er will zu mir. Er weiß nur nicht wie. Du musst mir helfen. Sicher, wenn ich das kann. Mein verwirrter Geist muss einen Weg zu mir finden. Er braucht einen Wegweiser. Und was könnte der Wegweiser sein? Als Kind habe ich mich einmal im Wald verirrt. Mein Vater aber hängte seinen weißen Schal in den höchsten Baum des Waldes und wartete dort auf mich. Als ich den weißen Schal sah, wusste ich, wie ich meinen Vater finde und war bald wieder zu Hause. Ich soll ihm einfach weißer Schal sagen und das war's? Keine Ahnung, ob es klappt. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Wenigstens etwas. Ja, werden wir probieren. Was kannst du mir beibringen? Ich war lange im Dschungel. Was willst du denn wissen? Das ist das, was mich am meisten interessiert. Hier, Medictus. Wir brauchen 1000, 2000, 4000 Gold. Wir haben 7000. Wir lernen alles. Kannst du mir zeigen, wie ich mehr aushalte? Du musst den Schmerz annehmen. Er ist nicht dein Feind. Es ist das Geschenk des Lebens, das dich Schmerzen spüren lässt. Tote spüren keinen Schmerz. Keine Freude. Solange du Schmerzen spürst, lebst du. Also sei dankbar dafür. Dann lassen sie sich auch besser ertragen. Alles klar. Ich will noch mehr aushalten. Der Körper ist stärker, als du glaubst. Solange dein Geist bereit ist, die Schmerzen zu ertragen, kann niemand dich brechen. Du kannst deinen Geist vor dem Schmerz verschließen. Schließ ihn ganz fest ein und lass ihn nicht an die Oberfläche brechen. Dein Wille muss stärker sein als jede Waffe, mit der dein Feind aufwarten kann. Ich will lernen, mich selbst zu heilen. Das kannst du nicht. Menschen sind nicht dafür gemacht. Gibt es keine Möglichkeit? Doch, natürlich. Hier, diese Wurzel. Sie verleiht dir die Kräfte, die du suchst. Und wo ist der Haken? Es sind Leute verrückt geworden, die davon gekostet haben. Aber du sollst dir keine Sorgen machen. Da bin ich sicher. Okay, Unverwüstlichkeit gelernt. So, machen wir noch den anderen Punkt? Ich bin deinem anderen Ich im Reich der Toten begegnet. Du? Du warst im Reich der Toten? Ja. Und ich habe da einen Geist getroffen, der genauso aussieht wie du. Ich wusste, dass es so ist. Irgendwie habe ich es immer gewusst.
Sei froh, dass du noch einigermaßen bei Verstand bist. Dein Kumpel im Reich der Toten stammelte nur noch Unsinn. Du hast gut reden. Du bist ja auch nicht zur Hälfte ein Zombie. Jetzt übertreib mal nicht. Von einem Untoten bist du noch weit entfernt. Verdammt! Ich bin ein Freak. Du musst mir helfen. Du musst meine andere Hälfte aus dem Reich der Toten befreien. Ja, das werden wir probieren. Das haben wir mit dem ich Schal sage. Viele Dinge. Okay, er hat nichts gut. Dann, auf geht es. Er ist jetzt Teil der Crew, Teil des Schiffs, ne? Hoffe ich. Kann ich ihn mitnehmen? Komm mit. Nein, kein Platz für mich. Okay, folgender Gedankengang habe ich jetzt. Also, wir gehen jetzt zurück, reden einmal mit dem Deserteur, gehen dann zum Schiff und ich würde erstmal Bones sein Ich verbinden, weil er war so nett und hat mir die Sachen jetzt beigebracht, auch wenn ich es auf einem komischen Weg geschafft habe, dass ich das jetzt als erstes mache. Danach kümmern wir uns hier weiter um den Insel. Das heißt, erstmal starten wir dahin zu Agnus, dann dahin und dann gucken wir, was passiert. Und wir haben jetzt das, was ich seit ganz, ganz langer Zeit haben wollte. Attribute Härte 10 und Härte. Wir haben unverwüstlich. Dein Blut regeneriert sich mit der Zeit von selbst und wir haben Quacksalber und Medictus, was das heißt, wir haben 150 HP. Das heißt, wir haben eigentlich haben hier endlich das gelernt, was wir haben wollten. Nach so langer Zeit, nach 129 Folgen, habe ich endlich das bekommen, was ich wollte. Es hat lange gedauert, aber wir haben es. Bin unerwartet glücklich darüber. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, auf geht's. Wie lange ich dafür gebraucht habe. Und jetzt sehe ich noch nicht mal, wie schnell sich die HP recken. Das, was mich am meisten interessieren würde. Ja, wir werden auch diese Info noch bekommen irgendwann. Jetzt ist erstmal leider eine Zeit lang nichts zum Kämpfen hier. Bin jetzt gleich gespannt, ob Bones auf meinem Schiff ist. Sonst müssen wir ihn noch mit aufs Schiff nehmen. Mal gucken. Das heißt, ich darf dann jetzt noch ein paar Mal hin und her latschen. Aber ich möchte auf jeden Fall die beiden Seelen verbinden. Das wäre zumindest meine große Hoffnung. Es kann aber sein, dass Bones gar nicht aufs Schiff rennt. Keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall sind wir da jetzt schon mal sehr viel weiter als vorher. So, hier müssen wir jetzt da hoch irgendwo. Da hinten irgendwo geht's hoch. Hier an der Fackel nach rechts. Und da ist Agnus. Ich bin unerwartet glücklich, dass ich endlich das gelernt habe. Und mir tut Dingens leid, dass er seinen Aurikulki nicht bekommen hat. Ich hätte ihm echt gerne seinen Aurikulki gegeben. Also ich hätte ihm echt gerne den Totenschädel gegeben. Das hätte er echt bekommen von mir. Was will ich denn mit plus ein Voodoo? Aber naja, egal. So, da ist Agnus. 2 Minuten haben wir noch in der Folge. Das heißt, das reicht noch locker für den Dialog mit ihm. Wollen wir noch Essen braten? Hören wir sogar tatsächlich. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Corrientes schickt mich. Er lebt noch. Du glaubst gar nicht, wie mich das erleichtert. Naja, auf dich ist er weniger gut zu sprechen. Wie meinst du das? Er will, dass ich dich töte. Was? Das kann doch nicht sein. Tut mir leid, aber Befehl ist Befehl, genug geredet. Das machen wir nicht. Sieh, deine Waffe machen wir auch nicht. Wir lassen uns was einfallen. Komm erst mal mit. Hier kannst du nicht bleiben. Wo sollen wir denn hin? Auf mein Schiff. Wir reden an Corrientes. Ich gehe zu Valda ins Basislager. Wir gehen zu Valdez ins Basislager. Na, wenn das mal gut geht. Liest sich dir an. Ja, perfekt. Valdez im Basislager ist dort, soweit ich weiß. Kommt er mit? Er kommt mit. Perfekt. Dann nehmen wir gleich beide mit. Oder auch nicht. Kommen Sie? Jetzt kommt er. Perfekt. Alles klar. Da lang. Und notfalls wird er halt Teil meines Schiffs. Ich meine, er ist ein Deserteur. Er muss damit leben, dass er nicht mehr mit Corrientes reden kann. Das ist halt ein Problem, was er hat. Da kann ich jetzt nur helfen, ihn nicht zu töten. Und ihr wisst ja, ich versuche immer, die Leute am Leben zu lassen, wenn es geht. Wenn es geht. Der wird mir ja oft in den Spielen nicht erlaubt, diese Option. So,
Die 20 Minuten sind rum, wir gehen einmal in die nächste Folge. Dann, ihr wisst ja, was ich vorhab, hier zurücklatschen und gucken, ob wir das mit Bones hinkriegen. Wir haben einiges vor. Ich bin selber sehr gespannt, aber ich bin endlich glücklich, dass ich endlich das gelernt habe, was ich lernen wollte. Ich bin sehr, sehr glücklich. Also, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da nützt mich. Schreibt mir Feedback, ich freue mich über den Scheiß. Und sagt mir zum Schluss, tschüss.